Ja, herzlich willkommen wieder bei Boon und Finanz. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es jetzt nochmal an die Chartanalyse. Wo geht der Bitcoin hin natürlich? Wir gucken uns die aktuellsten Trades an von der Community Pool nochmal. Und ja, es gab ein Minus-Trade, was natürlich dazugehört. Da bin ich offen und ehrlich. Und der Minus-Trade selbst ist jetzt kein großer Verlust, weil das werden wir definitiv mit dem neuen Trade dazu gewinnen wieder. Also wir holen wieder den Minus-Betrag auch wieder rein. Aktuell sind wir auch wieder am Plus, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und ja, wir gehen aber auch jetzt erstmal an den Chart. Was ist gestern so passiert? Das hat etwas mit den Wirtschaftszahlen zu tun, was um 14.30 Uhr passiert ist. Heute um 14.30 Uhr kommt definitiv nochmal Zahlen, was diesen Markt jetzt auch extrem bewegen kann. Und da sollen wir definitiv mal gespannt sein, wo hier die Reise hingeht. Und beim letzten Video habe ich ja gesagt, alles ist newsabhängig und gestern hatten wir auch ein großes Volumen bei ca. 60.351 US-Dollar. Wir haben auch gesehen, es waren sehr viele Käufer drin. Der Markt wurde auch unten, wo die Käufer gestanden haben mit der Long-Position, wurde sehr gut abgefangen, immer wieder bis mittags hin, also bis nachmittags um 14 Uhr, bis natürlich die Zahlen gekommen sind und ja, sind natürlich nicht so prickelnd ausgefallen, meine Meinung von den News her. Und laufendes Mittags haben wir gesehen, Bitcoin geht nach oben. Das war auch meine Voraussetzung, dass der Bitcoin definitiv hochgeht. Durch den Minus-Trade natürlich hat das doch Plus gegriffen und heute früh war ja genau an dem Preis, wo wir unser Take-Profit gesetzt haben. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal. Und es hat wunderbar funktioniert. Die Käufer haben es auch erstmal wirklich gehalten vom Volumen her. Deshalb hatten wir auch erstmal bis nachmittags wirklich einen schönen Aufstiegskurs, was wirklich genial war. Wir hatten auch Anfang an unser Bitcoin-Trade auch offen. Das erkläre ich euch gleich nochmal und haben sogar hier unten nochmal nachgekauft. Gestern im Video habe ich euch ja schon gesagt, wenn wir nach unten fallen, dann kann es passieren, dass wir auf die 59.308 oder sogar auf die 58.900 US-Dollar kommen. Und ich sag mal so, ich habe eine Limit-Order gesetzt sogar, wir waren schon aber vorher im Trade drinnen. Wir haben sozusagen den Hebel erhöht, wir haben nochmal die Limit-Order komplett abgeholt. Das heißt, wir haben jetzt wieder mehr in den Trade drin, wo wir jetzt sogar im Plus sind. Und durch die News gestern hatten wir einen riesengroßen Abverkauf. Was aber jetzt nicht so schlimm ist, weil der Kurs, der generiert sich wieder. Nach den News sehen wir immer einen Pump nach unten oder einen Pump nach oben, wenn es halt gute News sind. Aber hier muss man dran denken, hier hat man jetzt einen Abverkauf gehabt wegen den News. Und wenn die News vorbei sind, sollte man meistens immer eine Stunde warten. Ja, hier am besten immer abends warten, bis die Börse sich beruhigt hat. Man kann schon die ersten Trades dann aufmachen. Und warum sage ich das? Bei den News, ihr könnt auch News traden, aber erst, wenn die News vorbei sind. Weil wenn der Kurs nach unten fällt, weiß man halt genau gut, wenn wir bestimmte Bereiche durchdringen, also mehrere Supports, dann kann man sagen, gut, ich setze jetzt meine Limit-Orders. Ihr könnt euch schon in die nächste große Kerze gucken, wo ihr reingeht. Ich natürlich mit meinem Indikator bin ungefähr hier unten bei 59.600 abgeholt worden. Natürlich mit dem Pool von der Community, auch meine privaten Trades, die sind direkt aufgegangen. Wir wurden direkt abgeholt. Natürlich hatte ich jetzt auch keine Limit-Order jetzt bei 41 US-Dollar ungefähr, Pi mal Daumen. Und ja, wir haben es hier definitiv angetestet, weil wir hier unten den nächsten Volumen haben. Der Volumen hat sich aber auch gerade wieder nach oben bewegt, setzen wir auch nochmal hoch. Aber es wurde abgeholt, weil wir wieder hier eine ganze Menge Käufer hatten und weniger Verkäufer. Das heißt, hier haben die Käufer definitiv den Markt wieder nach oben gedrückt, was wirklich sehr, sehr gut ist. Wir sehen jetzt hier oben, was ihr hier in einer Indikator seht, hier haben wir recht viele Sell-Orders, also viele möchten hier verkaufen, hier sitzen viele Verkäufer, das heißt, wir wurden hier definitiv abgelehnt. Dieser Indikator finde ich richtig cool, weil dann können wir gucken, wo der Kurs hingeht. Man kann rein theoretisch jetzt sagen, gut, wenn wir jetzt hier abgeholt, geht der Kurs weiter nach oben. Das ist natürlich wieder newsabhängig. Wir haben aber hier wieder einen Supply, also wieder einen Widerstand, den können wir uns hier wieder einzeichnen, weil das hier für uns sehr, sehr wichtig ist. Der Bitcoin kann jetzt rein theoretisch nochmal auf die 61.091 US-Dollar gehen. Wir können es antesten, wenn die News um 14.30 Uhr sehr, sehr positiv ausfallen und wir über diesen Mittellinie, über diesen POC dann landen und schließen,
dann kann es passieren, dass wir eine Rallye erstmal Richtung diese 62.000 oder 62.500 US-Dollar uns nochmal bewegen. Wir werden hier oben definitiv auch nochmal eine Ablehnung sehen bei 52.544 US-Dollar, weil wir hier extrem viele Verkäufer, also sehr viele, wo Sell, also viele Shorten am besten gesagt, drinne sitzen. Hier werden wir definitiv ein Problem kriegen. Wir sehen auch hier sehr viel Widerstand. Hier wurde Volumen aufgebaut. Wir können es mal ganz kurz mit einzeichnen, dass ihr wisst, was ich damit meine. Wir wurden ungefähr Pi mal Daumen hier nochmal abgelehnt. Und ja, das wäre jetzt eine Zone, wo Bitcoin definitiv nochmal Probleme bekommt. Und wenn wir hier oben drüber gehen, haben wir hier nochmal einen Supply. Soweit habe ich jetzt nicht geplant. Hier oben haben wir auch nochmal einen Widerstand, was neu ist. Und schon haben wir die nächsten Widerstände. Also ich finde den Indikator wirklich genial. Ich wurde auch schon gefragt, wie der Indikator heißt. Ich werde das Ganze im Dashboard bei Boon und Finanz hinterlegen, wie man das Ganze auch benutzen kann. Das wird dann euch dann auch nochmal alles erklärt. Genau, aber wie gesagt, jetzt sind wir mittlerweile erstmal bei über 60.000 US-Dollar, was für uns sehr, sehr gut ist. 60.675 genauer gesagt. Und wie gesagt, hier unten haben wir erstmal unser Problem. Wenn wir über 61.091 Dollar schließen, dann sehe ich den Bitcoin wirklich Richtung 62.096, sogar vielleicht bei 62.544. Ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, wie die News ausgehen. Wie gesagt, 14.30 Uhr, das wird interessant, weil wenn die generellen Märkte sich darauf bewegen, wenn es negativ ist, sind die generellen Märkte wie der DAX und so, die werden definitiv aufgekauft, wie US30 genauso. Dann, wenn diese Börsen natürlich abverkaufen, das sind schlechte News, dann zieht natürlich Bitcoin mit. Altcoins ziehen dann noch extremer mit wie Bitcoin und da sollte man dann am besten auch aufpassen. Also, 14.30 Uhr wird der Kurs vom Bitcoin, sage ich mal, entscheiden, ob wir jetzt dann wieder über diese 61.000 US-Dollar knacken oder weiterhin wieder unten die 58.905 US-Dollar antesten. Das ist jetzt heute sehr, sehr wichtig. Wenn wir hier unten die 58.905 US-Dollar nochmal antesten und in der Hoffnung, dass es nicht durchbricht oder besser gesagt hier die 59.373, da haben wir noch recht viel Käufer sitzen. Das heißt, hier in dieser Hinsicht haben wir noch recht viel Volumen, wo der Markt vielleicht nochmal abgefangen werden kann. Aber wie gesagt, wir haben hier unten noch eine ganz lange Candle, wo sehr viele Shorten. Und das kann sein, dass wir hier unten das Ganze nochmal abholen. Weil aktuell haben wir nur das abgeholt, was gestern im Negativen passiert ist in den News. Das wurde jetzt halt nochmal ausgeglichen. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir hier unten das Ganze nochmal retesten, bevor wir wieder komplett nach oben gehen. Aber wie gesagt, es ist newsabhängig. Ich habe keine Glaskugel, weil wenn es negative News sind und ich sage, der Kurs geht nach oben und alle gehen hier einmal long rein, dann dann kommt das Gegenteil, das ist dann auch nicht so schön. Aber wie gesagt, hier definitiv haben wir dann später, wenn die News sehr, sehr gut ausfallen, einen schönen Aufstieg. Wir müssen über den POC schließen, sowohl auch über die 61.091 US-Dollar. Wenn wir da schließen, kann es nochmal sein, dass wir einen Retest machen und dann hier freie Fahrt einmal komplett nach oben. Und ich glaube, wir können den auch hier hinsetzen. Dann hätten wir eine freie Fahrt bis zu 61.835 US-Dollar. Wo der nächste Widerstand kommt, außer die News sind so bullish, dass man hier komplett durchbricht. Genau, jetzt gehen wir mal rüber nochmal auf unsere aktuellen Trades. Wir haben hier Bitcoin, das ist der Pool sozusagen. Wir haben sozusagen auch gestern ein Minus-Trade gemacht. Das habe ich natürlich in der Community oder der Support besser gesagt auch weitergegeben. Es wurde auch so im Dashboard hinterlegt, weil Minus-Trades werden automatisch im Dashboard angezeigt. Das muss so gemacht werden. Und ja, aktuell, sage ich mal so, wir haben gestern über 9% reinen Take-Profit gemacht. Wir haben gestern leider, wirklich leider, im Minus geschlossen. Unser Stop-Loss wurde sozusagen nur ruhig getestet und danach ging über Nacht der Kurs hoch. Das Ganze kann ich auch einmal im Chart zeigen. Hier haben wir OP US-Dollar. Das heißt, unser Stop-Loss war wirklich ganz weit unten, da hier unten war noch kein Diamond, also noch kein riesengroßen Support und wir wurden direkt bei 1,4.
4, 8 US-Dollar komplett abgeholt, was wirklich sehr, sehr schade war, weil normalerweise wollten wir hier den Aufstieg komplett nochmal mitnehmen, weil wie gesagt, wie beim Bitcoin, wir haben extremen Abverkauf bei schlechten News und wenn wieder die News vorbei sind, spätestens abends wird der Markt bis früh morgens erstmal wieder aufgekauft. Und hier sieht man perfekt meine Analyse, das hatte ich auch schon seit gestern drin, bei 1,58 Dollar. Und da hatten wir sozusagen unser Take Profit sitzen. Das wären knapp nochmal 200 bis 300 US-Dollar gewesen. Nur leider wurden wir hier voll rausgehauen. Das passiert mal, weil wir hätten jetzt nicht gedacht, dass hier der OP-Token jetzt nochmal genau unser Stop-Loss abholt, sondern wir haben gehofft, dass wir jetzt das Ganze retesten und dann komplett unsere Rallye nach oben machen und die Take-Profits dann auch mitnehmen. Passiert natürlich auch, wie gesagt, keiner hat eine Glaskugel, minus Tradio gehört dazu, also insgesamt ist jetzt beim Pool so, dass jeder so ungefähr minus 1-2% hat, was wir natürlich mit diesem Trade hier aktuell schon wieder im Plus haben und von daher macht es jetzt keinen großen Unterschied, also wir sind rein theoretisch mit dem Community Pool im reinen Tech Profit, rein theoretisch. Genau, jetzt war es das, wer noch nicht dabei war in der Community, jeder kann dazu joinen. Es ist komplett kostenlos. Das ist die Community. Hier wird alles geteilt. Wir haben einmal das Manual Trend, das, was ich euch gezeigt habe, bei Levex X. Dort ist natürlich der Community Pool. Da kann man alle Trades beobachten. Hier wird auch alles geteilt, was wir machen, was wir umsetzen. Dann haben wir noch den Krypto-Arbitrage-Board. Der läuft sehr zuverlässig. Wie gesagt, wir haben natürlich aktuell kleine Gewinne. Sonst waren wir immer hier zwischen 0,5, manchmal sogar bei 1% reinen Take-Profit mit dem Arbitrage-Board. Und aktuell läuft auch unser Halved-Trading-KI auch noch, unser Pool. Also der läuft perfekt durch. Unsere Gewinne wurden schon gesichert. Und hier gibt es natürlich auch keinen Zinseszinseffekt. Also, hier gibt es auch aktuelle News, was hier passiert, was umgesetzt wird. Hier entscheidet auch die Community mit, also ihr entscheidet mit, was wir machen. Die Wünsche werden auch sofort umgesetzt. Das sieht man auch hier. Der Support, also mein Team sozusagen, hat hier heute früh schon gepostet. Ich habe dafür auch zugestimmt. Die IT ist jetzt dabei, dass auch alle Pakete zusammengeführt werden, dass man investieren kann, ohne dass die Laufzeit verlängert wird. Der Wunsch war von der Community, die Mehrheit hat den Support auch angeschrieben und von daher werden wir das Ganze auch so umsetzen. Genau. Wenn du noch kein Mitglied bist, wie gesagt, ist alles kostenlos. Ihr könnt kostenlos dazuschauen, ihr könnt kostenlos das Ganze euch anschauen. Es hat keinen Haken oder in irgendwas in irgendeiner Richtung und macht euch selbst ein Bild, das ist nur rein für die Community aufgebaut und ja, wie gesagt, ich bin auch kein Anlageberater, auch kein Steuerberater, also schaut es euch definitiv an und ja, es kann alles auch zu einem Totalverlust führen, da bin ich offen und ehrlich und das habe ich auch der Community so gesagt, keine Sicherheit ist hier garantiert. So, jetzt sage ich erstmal bis bald, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.